Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skazvacadia, immer noch mit Sensengeist. Hallo! Ja, da ist schon wieder die nächste Truhe. Ein Magic Drop It. Ja, Magic Drop It. Magic Drop It regenerieren Magic Points und, wir müssten jetzt eigentlich gleich schon zum ersten Bosskampf kommen, deswegen, ich werde Gegenstände nur im Kampf benutzen und außerhalb vom Kampf werde ich versuchen, immer mit Magie zu heilen, weil außerhalb eben keine Spirit Points verbraucht werden und da konnten wir jetzt gerade sehen, wie die MP wegging. Und es ist einfach praktischer und da lacht uns davon nur jetzt aus. Ha! Ihr werdet niemals durch diese Tür kommen! Ich habe sie von dieser Seite verschlossen! Wir sehen Bruce! Hahaha! Ha, ha. Natürlich ist der auch so eingebildet dumm, dass er nicht kapiert, dass er eine andere Tür ist. Wenn er zwischen noch mal zu machen, dass die nicht durchkommt. Spiel vorbei, Game Over. Spring! Spring, du Schlampe! So. Ja, also da würde ich gerne mal runterklettern. Das ist gesagt, also wenn ich an meine. Ich erinnere mich noch an meine ersten Gehversuche. An meine ersten Gehversuche. Von Ecke zu Ecke zu Ecke zu Ecke. Na, von Wand zu Wand eher. Und stimmt, von Wand zu Wand. Von Ecke und ich habe jede Wand und jede Ecke mitgenommen. Du fandst sie so schön, ne? Ja. Jede Ecke in diesem Spiel war so schön, dass man sie mitnehmen muss. Genau. Und da geht das Hangar-Deck auf und Absprungplatte. Genau. Link würde jetzt loslaufen, einfach runterspringen. Genau. Skyward Sword for the win. Eure Exzellenz, die Sonne steht am Himmel und die Sicht ist gut. Die Vorbereitungen für ihre Flucht sind abgeschlossen. Ich nenne dich Jiro. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Ich bin auch mit meinen Vorbereitungen fertig. Vorbereitungen, einen Verräter loszuwerden. Oh, Entschuldigung, der hat jetzt was gesagt, ne? Ich hab's auch ignoriert. Bitte, Eure Exzellenz, was machen Sie da? Das will ich gar nicht wissen. Oh, achso, er hat einen Degen gezogen. Ich kann der Kaiserin nicht sagen, dass ich mein Schiff in einem fairen Kampf verloren habe. Ich brauche einen Sündenbock. Und der bist du! In einem fairen Kampf? Hat er überhaupt gekämpft? Nö, nicht, dass ich wüsste. Und um meinen glorreichen Ruf nicht zu schädigen, musst du geopfert werden. Nein, das können Sie nicht tun! Und wie ich kann? Es war eine Frau! Es war Jira! Und wie eingebildet der das. Und aber das Schwert ist cool. Was war das für ein Kopf? Das war cool. Sogar Antode leistet ihr mir gute Dienste. Ich kann es nicht erwarten, es der Kaiserin zu berichten. Ja, ich bin so ein. Ich lüge so gerne. Ah, aber Kaiserin, mein eigener Vize-Captain hat uns betrogen und ließ die Luftpiraten an Bord. Ich musste den des Verräters selbst entledigen. Ich musste Hand annehmen. So behandelt Balua also sein Volk. Zum Glück weiß ich, wer der jetzt spricht, weil sonst sitzt man da und denkt sich, hör? Was? Jetzt, da wir dein Schiff unter Kontrolle haben, nehmen wir das Mädchen auch mit. Aber ich muss nur noch eines tun. Wow, war schon wieder so laut. Nachdem ich gesehen habe, wie deinen unbewaffneten Mann kaltblütig ermordet hast, kann ich dich nicht gehen lassen. Zieh dein Schwert, Alfonso. Schmalzlocke. Der Dritte. Ha! Ein unzivilisierter Rouge wie du will mich herausfordern? Jo. Und jetzt? Schmalzlocke. Oh, das funktioniert mit meinen Haaren nicht. Du bist die Mühe nicht wert, doch vielleicht willst du eines meiner Haustiere kennenlernen. Komm, Antonio. Antonio! Oh, was kommt da jetzt? Oh Gott, ist das Ding groß. Haustier. Ja, ne? Passt in jede Wohnung. Ja, vor allem. Ich glaube, der würde nur mal bei mir durch die Tür reinpassen. Vor allen Dingen habe ich ja immer das Problem, ich mag alle bösen Gegner. Was? Was ist das? Antonio, siehst du doch. Es ist groß, es hat komische Panner. Es ist, meine persönliche Kampfbestie. Ich wollte ihn hier lassen, aber er scheint jedoch noch einen Nutzen für ihn gefunden zu haben. Ja, ich lasse mein Haustier immer absinken, ne Schiffe, ne? Mhm. Antonio, zertrampel das Ungeziefer und mach ihren Tod so einfach wie möglich und stürze dann ab. Mu. Eigentlich müsste man den Bauch angreifen. Eigentlich ja. Aber solche Taktik gibt's im Spiel nicht. Da gibt's immer nur Abbashing! Das ist praktisch, das ist ja, da sieht man, wie lange man aufgenommen hat.
Move. Ja, Standard-Kampfverfahren, Fokus. Ja, in diesem Spiel, ich finde es einfach praktischer, da jetzt mit Spezialattacken auch zu crashen. Und zu heilen. Mehr braucht man bei diesem Bosskampf eigentlich nicht machen. Ich will jetzt keinen Gegenangriff und so, wirklich. Wir kriegen automatisch zwei, das heißt in der nächsten Runde sind wir voll. Verteidigen beide. Und der macht das zum Glück gerade in dem Moment zu verteidigen Donnerwetter, also ein Spezialangriff. Ich glaube Donnerwetter gegen eine nicht verteidigende Aika könnte ziemlich Schaden ausholen. Das tut ziemlich weh. Und da es nichts bringt, jetzt Fokus zu machen, weil Aika glaube ich schneller ist als er und höher als 8 kommen wir nicht, darf sie verteidigen. Ja, und jetzt sehen wir einmal wunderschön weiß Schwertwirbel. Zack, zack, zack. Also, ich sag mal, schöne Attacke. Seine letzte Attacke klingt natürlich schöner, aber die lernt man nicht als erstes. Dafür aber ansehnlich. Und ja, anfangs denkt man sich, what the fuck, ihr macht doch gar keinen Schaden. Und warum macht er das zweimal hintereinander? Dafür waren die anderen Gegner so leicht oder wie? Also, Aika, du darfst gleich gefallen. Oder er hat es. Ach, du machst Fokus und du machst ein Sakri-Kristall, wovon ich jetzt mehr habe als sonst beim sonstigen Let's Play, weil ich das so viel gefunden habe. Ja, er heilt 500 und da sieht man eigentlich so die Animation des Zaubers. Das ist ein Zauber in Stangenform. Ja, toll, gleich haben wir wieder 6. Wie toll. Und natürlich, wow, Aika, gut gemacht. Aika ausgewichen, juhu. Ja, dann verteidigen und verteidigen. Weil wir wieder einmal eine leere Runde haben und pieks! Oh, ein Gegenangriff. Ja, das ist nice. Und ich will keine Gegenangriffe kassieren und die sind nie, während man Spezialangriff macht und den überspringe ich jetzt, weil sonst ziehen sich Kämpfe in unnötigen Länge. Ich überlege auch Random-Kämpfe später rauszuschneiden, so jeden Gegner einmal zu zeigen und dann zu schneiden, weil sonst zieht sich das Spiel wirklich ewig. Oh yes. Gut, dass Eika verteidigt. Also auch wenn er so einen Spezialangriff macht, können wir natürlich nicht Gegenangriffe machen und ja, machen wir lieber mal, falls irgendwie was passiert, niemals auf Nummer sicher gehen als sterben. Denn wiederbeleben können wir noch nicht, die Items kriegen wir später und die haben einen sehr großen Nachteil, die Items da sind einige. Wow. Und natürlich greifst du jetzt auch wieder Eika an. Du bist so ein böses Stierchen. Oh, könnte langweilig werden. Gut, dass ihr verteidigt. Ich weiß nicht genau, wie hart von mir mein Critical Hit ist. Kenne ich nämlich gar nicht. Und du verteidigst wieder. Was ist das für eine Kuh? Eine Donnerkuh und gleich ein Gegenangriff hinterher. So ziehen sich Lebenspunkte weg. Und wieder springen und ja, ich zeig jedem mindestens einmal. Ja, ich würde sagen, einmal Zug und dann müsste gehen. Ja, Fokus. Wie wird einmal überleben? Wow, ist das mal. Man, die sehen auch mal so böse aus. Oh Gott. Jetzt macht der Donnerwetter auf Aika. Gut, dass sie nicht mehr nebeneinander stehen. Haben wir einen Musikwechsel? Ne, wir haben eine Musik, dass wir gewinnen. Und zwar haben wir mit Stereo gerade rein, so bin ich jetzt 7. Können wir einen Sakri-Kristall auf Aika machen und Ralph benutzt jetzt alle Punkte, die wir haben. So. Und zwar ist gerade die schöne Musik, dass dieses gibt ja 3 Musiktöne. Einmal, wenn der Kampf ganz normal ist, dann die, wenn man am Verlieren ist und einmal, wenn man am Gewinnen ist. Ja, und wir haben natürlich jetzt gerade die, ihr seid kurz davor zu gewinnen und 114, da haut man jetzt zweimal drauf. Und dann ist er weg. Und Aika macht ein Critical, das heißt, der ist tot. Aika hat ihn besiegt. Was für ein... Na und? Frauenpower! High five! Natürlich darf Aika natürlich jetzt hier große Big Party machen, ne? Pose. Du, 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 du. Und natürlich Level Up.
Wen wundert es auch, wenn du einfährst. Aber Magiepunkte gibt es immer ganz wenig. Und eine Moonberry. Moonberries sind wichtig. Damit kann man nämlich Spezialfähigkeiten lernen. Und ich werde am Anfang alle weiß geben. Dein Freund ist wieder da. Natürlich ist Palfondo, ne? Ja. Vielleicht muss man dich wirklich ernst nehmen. Also, weiß von den Blue Rooms. Du wirst diesen Tag verwünschen. Den Tag, an dem du dich gegen das Wolnoon Empire aufgelehnt hast. Wir werden uns wiedersehen. Wir haben uns an dem Tag gegen euch... Ist das eine Deutschlandfahne? Schwarz-Rot-Gold? Ja, ich glaube ja. Mal, dann muss ich mir ein Video geben. Ja, Schwarz-Rot-Gold. Das ist ein Gold. Lauf! Scheiße, er ist weg. Du Feigling! Was ist das für ein Commander, der seine Männer und sein Schiff opfert, um einen Kampf auszuweichen? Eine Schmalzlocke. Nun, auch wenn er ein Feigling war, zumindest war er ein reicher Feigling. Gute Sache. Stimmt, ich nehme an, das Schiff und alles, was sich darauf befindet, gehört nun offiziell uns. Wir haben es nun offiziell und ehrlich entwendet. So einen großen Fang hatten wir schon lange nicht mehr. Die Leute zu Hause werden staunen. Yay! Kinderarbeit. Wir sind gar nicht erwachsen, die beiden. Wir sind erst 17. Und schau dir dieses Mädchen an. Ich habe noch nie jemanden mit solcher Kleidung gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Stimmt, sie sieht bestimmt nicht so aus, als wäre sie von hier. Ich frage mich, warum Balua überhaupt dieses Mädchen entführen wollte. Ich frage mich, wo sie herkommt. Ja, voll, jeder fragt sich was anderes, weiß total. Der Luftpirat. Das will man nur von ihr und Aika. Was trägt man bei ihr so? das ist jetzt Fina. Wer war nimmt die? Mir ist egal. Dieser Ort. Bin ich zu Hause? Jetzt kommt der Elder. Möchtest du den nehmen? Ja. Fina. Der älteste. Fina. Wieso nicht? Das ist ein Female Elder. Fina. Du ersetzt Rami, den Mond. Elder. Aber pass auf dich auf. Lass kein Vertrauen zu. Elder. Eine interessante Cutscene, ne? Wie geht es ihr, Weiß? Sie atmet jetzt ruhiger. Ich glaube, sie wird es überstehen. Sie hat einen Schlag auf den Nacken bekommen. Deswegen. Genau. Darin stirbt man seit neuestem und... Nee. Also ich würde schreiend aufspringen, wenn ich aufwache und das sehe. Nicht nur du. Hey! Vollkommen wie Weiß guckt. Wenn ich das anhalten würde, würde ich loslachen. Vor allem, da sieht so aus, als hätte man noch nie ein weibliches Wesen gesehen. Aika ist keine Frau. Schau mal, sie kommt zu sich. Sie guckt dich an. Weil die sind ein sehr langer Alter. Guck, wie ruhig die ist. Was wollt ihr von mir? Wo bin ich? Du bist an Bord unseres Schiffes, der Albatros. Ich bin Weiß. Keine Sorge, hier gibt's keine Valua-Soldaten, also bist du in Sicherheit. Vielen Dank. Und ich glaube, das wird etwas sein, was irgendwann auf die Nerven geht. Haha. Du brauchst dich bei uns nicht zu bedanken. Die Blue Roots sind immer da, um zu helfen. Auch wenn wir Piraten sind. Ja. Ich heiße Aika. Nett, dich kennenzulernen. Hey, kannst du uns mal deinen Namen verraten? Mein Name? Mein Name ist Fina. Oh ja, jetzt kommt natürlich der Beste. Zwar eine wunderbare Aussage. Zwar immer aus Weißsicht. Das ist ein toller Name. Das ist ein komischer Name. Also genau, wo kommst du her? Ich weiß nicht, ob es da jetzt schon war, dass bewertet wird, welche Antwort wir nehmen, und wenn man nicht zu oft eine Peitsche nimmt, kriegt man die 100% nicht zusammen. Oh Gott. Natürlich ist das ein toller Name. Das war das Ding für richtig. Fina, ja, das ist ein toller Name. So. Feminin. Das ist wie ein Schimmel ist weiß. Und felsig. Okay. Wirklich? Meinst du? Ich würde auch nicht wissen, was ich darauf sagen sollte. Der Name ist so feminin. Mann, da versucht mal jemand ein Kompliment zu machen und nichts. Keine Reaktion.
Das war ich übernehmen, sie lacht selbst, also das musst du gar nicht lachen. Weil, das war kein großes Kompliment. Du musst anscheinend noch sehr viel über Frauen lernen. Ja, da will ich auch lachen. Entschuldigung, ich hätte eine Frage. Was genau ist ein Luftpirat? Hä? Was? Du bist ganz allein umhergesegelt und weißt nicht, was ein Luftpirat ist? Tut mir leid. Ich war noch nie vorher auf Aalreisen und, zwei Sätze von ihr werden sehr oft noch kommen. Vielen Dank und tut mir leid. Also, Luftpiraten sind Seeleute, die andere Schiffe überfallen und deren Landung stehlen. Keine Sorge, du bist bei uns sicher, ne? Ja. Wir sind nur Leute, die andere bestehen. Genau. Überfallen? Ja, genau so würde ich auch reagieren. Bei uns brauchst du keine Angst zu haben. Wir sind Blues. Das sagt natürlich direkt alles, ne? Weißt du, es gibt zwei Arten von Luftpiraten. Die Blue und die Black Pirates. Die Black Pirates greifen alles an, was fliegen kann. Besonders was fliegen kann, besonders Handelsschiffe und unbewaffnete Schiffe. Aber wir Blue Roots stehlen nur von bewaffneten Schiffen, besonders von der kaiserlichen Armada. Ich frage mich gerade, was das Balloon Empire dazu bringt, Kopfgeld auf die anzusetzen, dass sie unbewaffnete Schiffe angreifen oder die Balua und die Armada. Wir berauben die Reichen und behalten das Gold, aber wir benutzen das Gold, um Leute zu retten, die unsere Hilfe brauchen. Wir sind Robin Hood! Wie soll das so wie Link anziehen? Genau, alles in grün. Darum haben wir auch dir geholfen. Keine Sorge, wir versuchen nicht, dich zu entführen oder so. Du kannst dich entspannen und die Fahrt genießen. Natürlich, kann jeder sagen. Sicher. Weiß, Eika! Wie lange wollt ihr da noch sitzen und quatschen? Kommt sofort auf die Brücke! Oh nein, ich hab völlig die Zeit vergessen! Nun, das heißt wohl, wir müssen los. Also Fina, bis später, hol dich etwas aus. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Wenn er auf die Brücke kommt. Oh ja. Seufz. Endlich sind sie weg! Nein, sie seufzt aus einem ganz anderen Grund, und zwar aus dieser wunderbaren Cutscene. Dem etwas gemystischen Gespräch mit den Eltern und gibt es irgendwelche Schatztruhen? Ich glaube, man kommt nur ein einziges Mal auf dieses Schiff und es ist eine der Hauptkanonen der Albatros. Nicht alle unsere Kanonen sind fest montiert. Wir können diese hier bewegen, wenn wir wollen. Das Wasser ist voller konservierter Nahrungsmittel. Es ist wichtig, gut zu essen, besonders auf langen Reisen. Da gibt es zu allem einen Kommentar haben. Das finde ich super an dem Spiel. Und da wir alle, ich stelle mir gerade vor, zu 100% alles anspringen. Oh, Luke! Luke ist mein Liebling! Hey, weiß, dieser Überfall vorhin war nicht schlecht. Es ist eine Weile her, seit ein valuanisches Schiff überfallen haben. Wenn du uns fragst, was wir mit den Valuanern angestellt haben, tja, als sie hörten, dass ihr furchtloser Anführer das Schiff verlassen hat, haben sie es sich ergeben. Ach, wie nett. Und warum labert er so viel? Captain Dine hat sie einfach laufen gelassen, naja, natürlich nachdem wir die Beute genommen haben und davon gab es eine Menge. Und er labert immer noch. Oh Gott. Wir nehmen, was wir können, aber wir kämpfen nur, wenn wir es müssen. Das ist der Unterschied zwischen Blue Roots und den Black Pirates. Aber Alfonso wollten wir um alle Mittel besiegen. Tun. Hallo. Kann ich dich ansprechen? Hallo! Nein, geht nicht, okay. Hier ist auch keine Truhe. Hallo, keine Truhe, war dem Brat, okay. Nein, keine Truhe. Wo kam ich her? Da hinten, da ist das Kanonendeck, da steht Luke und ist da irgendwas drin? Nein, okay. Komm, ich weiß noch, wie ich mich das erstmal hier richtig doof angestellt habe. Tup. Ich weiß noch, wie ich mich dadurch angestellt habe. Ja, wir sind endlich auf der Brücke, wobei. Aber erstmal mit allen anderen reden. So, hallo. Lass das Steuer los! Keine Ahnung, der wird später auch noch wichtig sein. Egal. Ach, da bist du ja, weiß. Hast du dich endlich entschlossen, zu uns auf die Brücke zu kommen? Tja, wir fahren nach Pirate Isle zurück.
Pirate Island liegt genau ostwärts von hier. Folge einfach dem Kompass und du wirst keine Probleme haben. Genau ostwärts zu Befehl. Okay, lass uns losfahren. Volle Kraft. Nein, 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 nein. Ich muss das Problem mit dem Vater haben. Du hast den Fettschwein gesprochen. Na toll. Mann, also erklär mir eben, was passiert wäre, ja? Und zwar hätte der Vater sich sofort beschwert, dass Weiß wieder zu spät gekommen ist, weil Weiß immer zu spät kommt. Schade, man kann nicht an vorher reden, das ist so irgendwo ein Fehler beim Triggern oder so, egal. Weiß, bevor wir losfahren, hast du noch Fragen an mich? Wie fliegt man dieses Ding eigentlich? Es kommen ein paar lustige Gespräche, wenn man das fragt, aber ich habe jetzt keine Lust auf Tutorium. Also dann volle Kraft voraus, auch nach Pirate Island, also können wir speichern. Dann speichern wir eben nochmal. Und zwar diesmal auf 4, weil ich Angst habe, dass der Mieser sonst irgendwas verhaut. Deswegen machen wir hier nochmal eben einen Schnitt.